Ja, und anscheinend geht das gerade wieder los, ne? Ich teste hier seit Tagen verschiedenste Stellen, verschiedenste Gewässer und so weiter und denke mir gerade, Alter, irgendwie lübt gar nichts. Da lübt es nicht, da lübt es mal 5 Minuten, mal 10 Minuten. Und so richtig, wenn man nicht immer wieder das Gleiche und immer wieder an den gleichen Stellen am Bernie stehen will oder sowas, dann wird es halt tatsächlich gerade schwierig. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, gehst du mal an so eine immer gleiche Stelle. Da geht's dann auf jeden Fall. Ja, und bisher laufen hier Rotaugen. Was ich gemacht habe, einfach mal kleineres, feineres Setup zusammengetüttelt und die Larvenmische drauf gemacht. Das heißt, ich gehe hier gerade komplett mit larvigen Ködern rein und habe die Larvenmische mit allen larvigen Komponenten einfach mal draufgesetzt. Bisher auf allen Ködern komplett Rotaugen. Wenn die Frequenz stimmt und die Größe stimmt, ist das tatsächlich nicht so tragisch. Aber andere Fische werden dann doch noch ein bisschen interessanter. Ja, lohnt sich denn das hier überhaupt? Lohnt sich denn hier auf die ollen Rotaugen zu kloppen? Ich meine, ich stehe hier gerade mit einem 4-Kilo-Setup. Bedeutet also, wenn du hier mit einem Feeder-Set Start gerade stehst und vielleicht noch gar nicht, also frisch Level 20, vielleicht noch gar nicht die guten Sachen dir leisten kannst. Lohnt sich das denn hier an so einer Stelle? Wir gucken später mal in Kescher. Ich bin jetzt gerade hier bei 18 Fischen. Beziehungsweise ich hatte vorher noch in der Nacht so ein bisschen rumprobiert, hatte noch ein paar Quappen im Kescher. Ganz so viel sind es noch nicht hier, speziell an der Stelle. Aber ich glaube so bei 13, 14 Fische sind es jetzt schon. Und ich ziehe jetzt hier mal schön noch ein bisschen raus. Dann machen wir jetzt gleich mal einen Kassensturz sozusagen. Ob sich denn hier so eine Stelle mit den ollen Rotaugen und einer ganz vernünftigen Frequenz, ob sich das denn eigentlich lohnt, auf das olle Rotauge zu gehen. Masse statt Klasse. Ja, ganz kurz zum Setup, wie es zusammengebaut ist. Machen wir mal kurz einen Break. Ich bin hier auf der Inline-Montage, habe dementsprechend einen Inline-Korb. Wenn ihr mit einer anderen Montage unterwegs seid, Schlaufenmontage oder sowas oder einfache Grundmontage, kann man natürlich auch einen anderen Futterkorb dann einfach nehmen. Einen klassischen Standard-Futterkorb. Dann ist hier die Mische drin, da gehen wir gleich natürlich auch nochmal drauf ein. Und 12er Haken plus Borkenkäferlarve. 4er Fluorocarbon Schnur bzw. 4 Kilo Vorfach in Fluorocarbon. Wenn ihr hier mit einer normalen Monoschnur geht absolut auch. Und dann gib ihm alle drei Routen ähnlich zusammengebaut. Alles mit einem 12er Haken. Größerer Haken wäre natürlich auch nochmal eine Option, dass man da ein bisschen größer reingeht. Aber im Moment bin ich halt eher so ein bisschen auf Masse aus. Aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, hier mit einem 10er oder vielleicht sogar 8er Haken ranzugehen. Immer noch nicht wirklich groß, immer noch tendenziell auf hohe Frequenz, bis hin zu einem 6er Haken könnte es vielleicht sogar noch gehen. Aber das ist halt jetzt die Frage, ab welchem Punkt, ab welcher Hakengröße, und das könnte man einfach mal testen, auf drei verschiedenen Routen, wo ist die höchste Frequenz mit durchschnittlich den größten und schwersten Rotaugen. So sieht es gerade aus. Wenn wir jetzt hier mal eben reingucken, 18 Rotaugen in 12 Minuten, schmeckt. Schmeckt das preislich? Gute Frage. Gucken wir gleich mal rein, ob man hier aus den ollen Rotaugen auch ein bisschen Cash machen kann. Der Punkt ist ja immer, Frequenz ist auch wichtig. Viel über Masse statt Klasse, das ist natürlich auch immer so ein Punkt. Futtermische, der zuppelt sich hier gerade noch schön ein zurecht. Ich zuppel auch mal selber dran. Dann soll er abhauen und den Haken freigeben oder beißen. Details. Das hier ist meine Larvenmische. Immer wieder auch gut für sibirische Plötze und solche Geschichten. Alles, wo man larvige Köder verwendet. Da sind die Infos zu den Inhaltsstoffen. Perlengraupe, Zuckmückenlarve, Zuckmückenlarven, Feedpellets, gehackte Würmer mit drin, Fliegenmade mit drin, Zuckmückenlarven-Extrakt. Rein damit. Oder einfach die ganz normale, original, Standard
Rotaugenmische. Vielleicht noch so Feedpellets, Zuckmücke mit reinmischen. Dann hat man zumindest so eine Komponente noch ein bisschen mehr, so ins Larvige. Und dann gib ihm. Zobel natürlich auch gerne gesehen. Immer gerne mitnehmen. Wenn hier aus Versehen jetzt an der Stelle die Z-Fische mit reingehen. Zerte, Zobel und Zope. Dann ist das natürlich immer richtig gut. Schön Bonuskohle, weil die halt immer richtig gut Silber bringen. Das ist ja auch eigentlich hier immer das A und O am Wolchow, wenn man hier mit kleinen Feeder-Setup steht, dass man versucht eben hier die sogenannten Z-Fische zu fangen. Und dafür wäre das Setup eben auch genau richtig quasi zusammengebaut. Auch hier dann dünnes Vorfach oder dünne Schnur zwischen, also beim Fluorocarbon 3, reicht, also ganz dünnes Vorfach. Man kann aber auch dieses Feeder-Vorfachsmaterial vom Karpfenangeln verwenden, wenn man das schon herstellen kann. Würde auch funktionieren. Da ist schon wieder was dran. Ja, ich ziehe mal ein bisschen weiter raus und dann würde ich sagen, gucken wir gleich mal so ungefähr nach einer halben Stunde in den Kescher. So, es ist nicht mal eine halbe Stunde um, aber ich teste gleich noch einen etwas anderen Spot und zwar hier oben am Anleger bzw. hier am alten Hafen. Hier ist ja so ein umgestürztes Stückchen Mauer. Da schmeiße ich dann hier in diesem Bereich mit dem gleichen Setup auch nochmal rein. Das will ich gleich nochmal testen, bevor es dunkel wird. So sieht es gerade aus hier. Also ziemlich genau in 20 Minuten gucken wir mal eben nur nach den Rotaugen. 20 Minuten. 55 Silber. Ist das schlecht? Ist das gut? Ich würde sagen, das ist voll und ganz okay. 20 Minuten, 55 Silber. Keine Trophy oder sowas ähnliches reingegangen. Ja, man sieht, glaube ich, hier ab einer gewissen Stelle, wo es sich so langsam anfängt zu lohnen. Das sind eben hier die so ungefähr ab 2, ne? Mit so 450, 460 Gramm, so um die 2 Silber. Heißt, ich sag mal, so ein etwas größerer Haken macht dann doch so ein bisschen mehr den Kohl hier fett. Im Kilobereich natürlich dann schon interessant mit fast 5 Silber pro Fisch. Aber da muss dann auch die Frequenz stimmen. Alles, ich sag mal so 500 plus, ist halt schon wirklich gut. Und wenn man dann so ganz kleine hier hat, davon hatte ich zum Glück nur eine mit 200 noch was Gramm. Die haben auch diese ganz schmale Form dann hier nur. Ja, das lohnt sich halt fast gar nicht. Aber im Großen und Ganzen ist es nicht schlecht. Für das, was man hier halt macht und mit dem Setup, ist das gar nicht verkehrt. Also für ganz simples Angeln hier mal eben rausgezogen. Katsching. Ich renne jetzt, wie gesagt, direkt weiter. Da vorne sieht man es auch schon. Da vorne ist die Mauer umgestürzt und genau da stelle ich mich jetzt hin, mache das Ganze nochmal. Ja, tägliches Brot, Spots abklappern, suchen, testen, Köder probieren, gucken, wo was geht. Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Ich suche jetzt gerade weiter. Die letzten 3 Tage war es ein bisschen schwierig, was zu finden. Aber man wird schon irgendwo wieder was finden, was klappt. Petri, ihr Lümmels, bis zum nächsten Mal.